Jetzt im zweiten Teil der Freitagsbesprechung gehen wir auf die Indizes an. Der Titel hier im Hintergrund, der zeigt es auch schon, im DAX brennt die Luft wegen der Corona-Panik. Wir blicken auf den Chart, wir schauen, wo wichtige Marker sind, wo wir möglicherweise Gegenbewegung erwarten können. Ganz in Ruhe, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Minuten an. Da schauen wir auf den DAX, wir schauen auf Gold, wir schauen auf Öl und wir schauen auch auf einen der US-Indizes an dieser Stelle hier. Wir haben ja drei US-Indizes bei Tickmill zum Trading auch zur Auswahl. Also wer möchte, kann hier gerne auch einen Wunsch posten, welchen dieser drei Indizes ich einfach mal mit reinnehmen soll. Selbstredend gilt auch in diesem Teil der Risikohinweis, bitte zur Gänze, zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit machen wir hier einfach mal den Blick in die Charts hinein. Das heißt, wir starten uns jetzt mal hier durch mit dem Blick in den DAX und da arbeiten wir nicht mit dem Chart, den wir hier immer auch morgens für unsere Handelsidee nehmen. Der ist halt relativ voll schon, sondern was wir jetzt machen ist, ich mache jetzt einfach mal ein neues Chartfenster sozusagen auf und dann können wir mal mit dem sauberen Chart arbeiten hier an dieser Stelle. Das Ganze mal mit Blick in den Markt hinein. So, da brauchen wir nämlich auch nichts anderes dazu an dieser Stelle. Ich mache bloß mal den Handelsmodus weg, nicht, dass ich hier aus Versehen noch eine Order platziere. So, das dazu und damit gucken wir uns den DAX jetzt mal an. Erstmal der Tageschart im DAX. Ich meine, das, was hier jetzt passiert ist, das ist ja inzwischen auch durch die Medien gegangen. Aber wir machen jetzt hier einfach mal von Grund aus wirklich eine schöne Basisanalyse. Ja? Und diese Basisanalyse, die nutzen wir oder die möchte ich an dieser Stelle machen. Zum einen, damit wir sehen, wo sind denn mögliche Haltelevel im DAX. Also das heißt für die Vorausplanung entsprechend der entsprechenden zukünftigen Handelsmöglichkeiten. Und zum Zweiten, ich weiß das aus Gesprächen mit Händlern, dass immer wieder, sage ich mal, Unsicherheit herrscht, wann man denn was tun soll. Und ich höre in den letzten Tagen auch immer wieder von Händlern, die sich beschweren, dass die Long-Seite so schwer zu bespielen ist. Und das ist ja ganz klar, in solchen Märkten, wie wir das jetzt haben, ist das natürlich sehr, sehr schwer. Die Zwischensprints, die dauern oft so kurz nur an, dass der Markt uns einfach überrollt. Und jeder, der halt hier kurzfristig mal long geht, um auf eine kleine Zwischenkorrektur zu spekulieren, ja, der muss halt wissen, er fährt immer gegen den Zug. Und dieser Zug ist halt momentan so extrem schnell unterwegs. Und ich habe so das Gefühl, teilweise ohne Bremsanlagen, dass wir hier immer einfach nur überrollt werden. Das heißt, diejenigen, die sich hier kurzzeitig auf die Long-Seite stellen, sollten halt auch ganz genau hinschauen, wo möglicherweise Kursmarken sind. Weil es halt sehr, sehr schwer ist, sich entsprechend hier momentan an irgendwelchen Leveln zu orientieren. Ja, während man in solchen Phasen wie hier drüben immer mal Tageshochs und Tagestiefs als Anhaltspunkte hat, haben wir hier einfach nicht wirklich was. Ja, das ist einfach, es ist einfach Irrsinn, was hier an dieser Stelle passiert. Und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt einfach mal schauen, was wird denn bei den Indizes hier entsprechend interessant. Und ich beginne hier jetzt einfach mal mit dem ersten wichtigsten Punkt, den wir hier hatten. Und zwar dieses Level hier an dieser Stelle ist mittlerweile ein Widerstandsbereich geworden. Aber was wir hier sehen ist, es war in der Vergangenheit immer wieder eine extrem wichtige Kaufzone gewesen. Deswegen mache ich das mal grün. Also hier der Bereich, hier wir sehen es hier, um die 12.900, 13.000 Punkte Marke in diesem Dreh. Das war hier lange, lange Zeit, seitdem wir hier drüber gegangen sind, war das immer wieder ein Kaufbereich, also immer wieder eine Auffangzone, in den der Markt reingelaufen ist und immer wieder nach oben gesprungen ist. Und ich persönlich in meinem eigenen Trading hatte diese Sachen ja im US-Markt getradet mit dem kleinen S&P 500 Future. Einfach weil es von der Portfoliogestaltung deutlich besser passt, heißt das hier an dieser Stelle, also von der Portfoliobeimischung für längerfristige Trades, ich habe einfach an dieser Stelle einfach gesagt, gut, wenn wir solche Marker haben, hier wie jetzt auch im DAX, stellt euch da einfach mal die Frage, dieses Level wurde immer wieder verteidigt, jetzt plötzlich sind wir massiv unten drunter durchgebrochen, dann heißt das also an dieser Stelle, diese Level haben da keine Relevanzen mehr für die Long-Seite und das zeigt uns, dass der Markt in extrem starkem Abgabedruck ist, ja. Und dann kann man an diesen Stellen halt auch deutliche Kursrücksätze erwarten. Wir haben ja nicht mal eine massive Gegenbewegung gesehen. Wir fallen hier einfach nach unten. Und in diesem großen Kontext bleiben wir jetzt einfach mal unterwegs
und suchen an dieser Stelle Anlaufpunkte, die hier relevant sein könnten, beziehungsweise wo wir Relevanzen gehabt haben, die überhaupt nicht zum Tragen gekommen sind. Und zwar sind das dann sehr, sehr oft hier diese alten Ausbruchslevel. Schaut euch das mal an, dieses Level hier um die Marke von, was haben wir hier oben gehabt, 12.650 Punkte. Das war hier der Ausbruch über das alte Hoch hier drüben. Ja, das sehen wir, drüber gelaufen, alles gut, nach unten hin null Relevanz gehabt. Fertig. Also, wenn man den Markt nach unten tradet und ein kurzfristiger Trader ist, dann kann man hier ohne weiteres, also das ist jetzt mal für Storybook auch zum Mitschreiben, schauen, was passiert an solchen Marken. Und was wir hier gesehen haben, ist natürlich, es gab hier schon eine kurze Gegenbewegung an dieser Stelle, aber man muss halt wissen, es ist immer wieder die Gegenbewegung. Aber das sind halt genau die Stellen, an denen ein kurzfristiger Trader sich auf die Lauer legen sollte und eine mögliche kurzfristige Kursumkehr zu traden. Das ist wichtig und deswegen schauen wir hier an dieser Stelle jetzt einfach mal rein in den Markt. Ich mache das mal kurz hier in einer Umrandung, damit wir das im Stundenchart dann schön mit sehen können. Das ist der Bereich, wo man gucken kann, wo wird es denn interessant, weil hier haben wir einen Auffangbereich und kurzfristig kam es da ja auch zu einer Gegenbewegung rein. Das heißt, wenn wir uns dieses Thema hier mal anschauen, hier, das war dieser Drehbereich, das kann ich jetzt mal etwas kürzer machen hier an dieser Stelle, weil das gucken wir uns nämlich gleich im 5-Minuten-Chart an, weil mit Blick in die Stunde, wir sehen es ja hier, es hat am Gesamtbild überhaupt nichts verändert, aber wir sind halt mal abgeprallt und das war das Interessante hier, da haben wir im Stundenchart hier unten schön die Umkehrkerze bekommen und dann ging es kurz in die korrektive Phase rein, hier oben gab es dann die Umkehrstunde, die Umkehrkerze auf Stundenbasis wieder für die Short-Geschichte. Und die Händler, für die das interessant ist, sowas im Kleinen zu traden, die suchen sich halt Verortungen um diese Unterstützungsbereiche aus und schauen dann ganz genau hin, da muss man nah am PC, also an den Märkten sein, um sowas mitzubekommen. Und hier hat man die starke Umkehr, kurze Rückkehr und dann Bestätigung des Ganzen. Und das gucken wir uns jetzt mal im 5-Minuten-Chart an, weil da können wir die kleine Geschichte doch relativ gut sehen. Wartet mal, ich gucke mal kurz die Einstellung hier mal ausmachen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das nach drüben ziehen kann. So. So, guckt, hier drüben haben wir es gehabt. Hier. Das war die Umkehrkerze auf Stundenbasis. Dann gab es den Rücksetzer und dann die Trendbestätigung. Und das ist so ein typisches Verhalten für eine Umkehr. Also auf genau solche Sachen achtet man, wenn wir hier in einem Unterstützungsbereich auf eine Umkehr warten. Und da sehen wir es natürlich hier, schön Trendbildung und dann lief der Trend entsprechend auch schön nach oben hier sauber, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Und dann ist der Trend gebrochen worden und das ist das Achtungssignal. Wenn dieser kleine Trend dann rausgeht und wir haben so starke Abverkäufe wie jetzt, ist es dann entsprechend besser rumzudrehen und die Position entsprechend mitzunehmen. Also es ist nicht viel, was man da tun kann, aber der kurzfristige Trader hat es halt immer wieder in seiner Hand, das Ganze auch anzunehmen, um hier entsprechend den Markt zu traden. Also das ist das, wo man sich hinlegt. Und auf genau solche Marker, ich mache den Chart jetzt mal ganz kurz wieder sauber hier, auf genau das achte ich immer wieder im Trading hier auch für die Handelsideen am Morgen. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Tageschart mal wieder anschauen, kurzen Augenblick, wir haben die Daten gleich wieder da, dann sehen wir momentan halt einen Auffangbereich, wo wir gerade verortet sind. Das heißt hier, diese Stelle hier unten, das ist mal der Bereich, auch hier, möglicherweise, hier kriegen wir eine Umkehr, wissen wir nicht, da stehen wir halt momentan gerade genau drinnen, das ist das eine, das erste Feld sozusagen. Ja, und die zweite Marke, die wir dann haben, das wird erst hier unten. Das heißt, einen deutlich stärkeren Auffangbereich haben wir hier unten um diesen Bereich hier unten, um die Marke von, naja, 11.200 bis 11.300 Punkte, wenn auch das hier an dieser Stelle nicht hält. Und das sind mal wirklich die nächsten Auffangpunkte, die wir hier im DAX auf der Unterseite haben. Und hier sollten wir wirklich auch genau hinschauen, was passiert. Und weil uns der Markt jetzt gerade den Gefallen tut, hier
an diesem unteren Support zu stehen, also hier in diesem Bereich, gucken wir uns das Ganze mal an, weil wir sehen, er hat diesen Bereich hier unten angetestet, ja, dieses Low hier unten, das haben wir ja gehabt, um die 11.835 Zähler, da sind wir unten drunter gerutscht und schon kam es wieder zur Umkehr. Und das Ganze, wie schon gesagt, schauen wir uns jetzt mal im kleineren Bereich an. Hier sehen wir, die Stunde ist weiterhin im Abwärtstrend. Also wenn wir das jetzt traden, heißt das an dieser Stelle, ist es schon sehr, sehr wichtig, hier einen Umkehrpunkt zu bekommen und auch genau zu wissen, wo ist denn hier für mich Feierabend. Das heißt, wenn wir hier solche Trends nach unten in die Korrektur reinhandeln wollen, dann müssen wir als Initialabsicherung, ich sage sowas immer auch in den Coachings, die ich mache, überlegt euch doch einfach mal, wann dürft ihr mit der Position nicht mehr im Markt sein. Und innerhalb eines abfallenden Trends eine Long-Position zu haben, heißt halt, dann brauchen wir den Trend der Korrektur nach oben. Und spätestens dann, wenn wir unter das aktuelle Trendtief fallen, sind ja sowieso alle Short- bzw. alle Long-Dinge weg, weil die Korrektur zu Ende ist. Ja? Das heißt, spätestens am unteren Punkt weiß man halt, das, was ich eigentlich traden möchte, ist nicht mehr vorhanden. Die Korrektur ist weg, weil wir fallen ja wieder in tiefere Regionen rein. Das heißt, da sollte man sich schon genau überlegen, ob man tatsächlich mit der Long-Position in einem sich fortgesetzten Abwärtstrend drinbleiben möchte oder ob man einfach sagt, okay, das hat hier einfach nichts damit zu tun. Hier muss ich raus, weil einfach der Abwärtstrend sich fortsetzt. Also Marker sehen wir da schon immer wieder. Und ich sage auch immer, wirklich überlegen, was ihr mit dem Trade anfangen wollt und den Stopp initial an eine Stelle tun, wo ihr genau wisst, dass euer Basisszenario ab dieser Stelle keine Berechtigung mehr hat. Ja? Und dann, wer gegen den Trend handelt, auch so eine über den Daumenregel, den Stopp eng nachziehen. Nicht zu eng, ja, aber eng. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hier passiert, wenn wir uns beispielsweise hier mal den 5-Minuten-Trend in der Umkehr anschauen wollen, das machen wir gleich mal an dieser Stelle, dann haben wir halt jetzt aktuell erstmal nur den kleinen Schub nach oben. Das heißt, ganz kurz nochmal, um das Ganze hier mal näher zu zeigen, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Tagesschart drauf. Wir haben hier eine Kerze, wo wir runtergelaufen sind und wo wir jetzt ein Stück weit nach oben gelaufen sind. Ja, das ist das, was wir hier sehen. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im 5-Minuten-Trend entsprechend an. Und da sehen wir halt, das war jetzt der erste Schub nach oben. Und wenn wir uns die 5 Minuten hier anschauen, dann sehen wir momentan halt hier, ja, der ein oder andere Trader sagt mir dann immer mal, Mensch, du bist da dann aber immer so spät dran, wenn du erst wartest, bis diese Trends gebrochen sind. Und ich sage dann immer, ja, na klar, bin ich da manchmal spät dran, aber wenn wir schon eine Korrektur bekommen, dann warte ich auf alle Fälle erstmal ab, bis die Korrektur auch anfängt. Ja? Das heißt, wir haben jetzt schon einen schönen Rücksetzer gehabt im DAX von unten nach oben, aber guckt euch mal das Ganze an, was hier passiert. Das, was wir hier laufen sehen, ist momentan die Bewegung des Stundencharts. Ja? Ich gehe nochmal kurz zurück in den Stundenchart rein an dieser Stelle. Hier, das hier ist die letzte Bewegung im Stundenchart. Das ist das. Und das, was wir hier jetzt in Blau eingezeichnet sehen hier, das ist der Trend der 5 Minuten. Das heißt, das ist der Bewegungstrend in den 5 Minuten. Und dieser Bewegungstrend ist noch intakt. Das heißt, wir haben jetzt hier in der intakten Bewegung nur eine Korrektur. Die Bewegung wird erst dann gebrochen, wenn wir das Korrekturhoch rausnehmen. Das heißt, wenn wir hier in den 5 Minuten über dieses alte Low drüber laufen, hier oben, dann fängt die Bewegung, also die Korrektur auf Tagesbasis erstmal, also auf Stundenchartbasis beziehungsweise im Tageschart auch an. Also da sehen wir mal ein bisschen was an Korrektur, ja. Das heißt hier, wir brauchen jetzt das, was wir hier haben, ist nur eine Korrektur dieses Abwärtstrends. Wir laufen wieder runter. Das Ganze in die positive Richtung zu sehen, wenn wir jetzt hier beispielsweise das Low gesehen haben und dann nach oben durchstarten und dann dieses Korrekturtief hier rausnehmen über diese Marke, dann haben wir eine echte Korrektur, die dann auch echte Chancen hat, nach oben zu laufen. Wenn mir diese Entfernung zur Absicherung, ja, ich würde mich dann ja hier unten absichern, von Einstieg zur Absicherung zu groß ist, mit den Chancen, die ich habe, lasse ich es einfach bleiben. Ja, auch das ist wichtig, dass ein Händler auch genau sagt, was sind denn Chancen und Risiken in seinem Trading-Stil und welches Chance-Risiko-Verhältnis braucht der Trader denn, um
vernünftig arbeiten zu können. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach mal schauen, wo wir ranlaufen können. Und wenn wir hier sehen, auch diese hohen Volatilitäten, da sehen wir halt auch, wenn mal eine deutliche Gegenbewegung kommt, dann haben wir auch deutliche Chancen auf der Oberseite. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir hier drüber laufen, nächster Anlaufpunkt hier, dieses kleine Zwischenhoch um die 12,16, also 12.160 Zähler in etwa. Und dann haben wir hier den weiten Bereich nach oben hin. Das nächste wäre dann die 12.500 Zähler. Also das liegt alles extrem weit auseinander weg. Ja? Und das sind halt wichtige Faktoren, die muss man sehen. Und dann einfach zu schauen, was der Markt macht und dann eng dabei bleiben. Und wie schon gesagt, den Stop kann man gut und gerne trailen über die Tiefs im Trend und das Ganze dann nach oben entsprechend mit zu begleiten. Aber wie schon gesagt, das sind so die Punkte, wo der Händler auf der Lauer liegen muss, nah am Markt zu sein und dann entsprechend die Trades hier in diese Richtung auch mit abzusetzen. Also hier die Analyse im DAX. Ich gehe nochmal kurz zurück in den Tageschart. Wie schon gesagt, die Dynamik nach unten ist weiter da. Der nächste Auffangbereich um die 11.800, 11.900 Punkte ist erreicht. Jetzt sehen wir die erste Gegenbewegung. Wenn die nachhaltig wird, wie schon gesagt, habe ich auch ein paar Marker angezeichnet, die hier durchaus mit drin sein könnten. Eine Korrektur wäre auch mal das, was technisch jetzt irgendwann kommen könnte. Ja. Aber ich sage an dieser Stelle, wartet die Umkehrsignale auch echt ab und dann kommt das Ganze rein. Bricht es aber, so wie in den letzten Tagen, nach einem kurzen Durchatmer einfach wieder in sich zusammen, sehen wir hier im Markt auch das Anlauflevel. Der nächste größere Supportbereich hier um die Marke von 11.300, beziehungsweise hier hat man auch noch einen kleinen, etwas höheren Schwungbereich hier, etwas oben drüber hier, der kleine Zwischenhaken hier, um die 11.400 Punkte. Das heißt, wenn hier die 11.8 nicht halten, ist das nächste Anlauflevel auf der Unterseite der Bereich um die 11.300 bis 11.400 Zähler in diesem Bereich. Ja, das ist richtig. Jetzt bekomme ich hier noch die Frage, aber in den Markt reinzukommen ist derzeit schwer. Heißt also deutlich weiter SL, egal in welche Richtung. Das ist absolut korrekt. Und das ist halt, ich sage es an dieser Stelle immer wieder, es kommt drauf an, wie nah man am Markt ist. Ja? Ein Händler, der extrem nah am Markt ist, der kann halt das, was wir gerade besprochen haben, auch umsetzen. Der kann da auch sehr, sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse arbeiten. Aber er muss halt auch permanent am Markt sein, um die Position wieder schließen zu können. Das ist jetzt nichts in dieser starken Schwankungsbreite, die wir haben, wo man sagen kann, naja, ich suche mir hier mal ein Entry und dann lasse ich einfach long laufen gegen die Marktrichtung. Nee, Leute, das funktioniert nicht. Jetzt muss man eng am Markt sein, um sowas auch mitzunehmen. Und das ist halt wichtig, die Umkehrmarker hier auch gut zu identifizieren. Und aus diesem Grund sage ich auch an dieser Stelle immer wieder, man muss nicht immer nur den DAX traden. Ja? Wir haben hier so viele Sachen, die man gut traden kann. Deswegen schaue ich ja auch drauf. Aber ich weiß, wir haben eine extrem starke Home Bias bei uns in Deutschland. Der Index ist wichtig. Und aus diesem Grund hier der Hinweis. Also macht's ruhig. Probiert's mal aus, wie es ist. Könnt ihr das umsetzen, dann habt ihr es da. Und wie schon gesagt, jetzt an dieser Stelle, wenn man mal mit Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten möchte, wir haben ja Chancen zur Oberseite, wenn wir tatsächlich auch eine nachhaltige Gegenbewegung bekommen sollten und die Chance nutzen. Schaut euch das mal an, wenn man das jetzt vom Prinzip her macht, wo wir oben reinlaufen können, wenn wir hier eine Umkehr bekommen. Schaut, wir gucken uns das Ganze mal kurz an. Also, wenn wir hier oben drüber laufen, über diese Marker hier, ja, da hatten wir ja gesagt, Initialabsicherung wäre dann am Tief. Hier unten drunter, spätestens dort, hat man nichts mehr zu suchen. So. Und wenn man dann dazu mal setzt, wenn jetzt tatsächlich wir in die Chance bekommen, einen ordentlichen Auflauf zu sehen, also hier, wartet mal, ich muss mal kurz, das lasse ich mal unten und das ziehe ich jetzt mal hoch. So, das ist unser Einstieg. So, und wenn wir jetzt hier einfach mal schauen, wo das mögliche Potenzial liegt, hier oben rein nämlich, dann sieht man schon ganz klar, da sind schon Chancen da. Und wenn wir tatsächlich eine deutlich weite Korrekturausdehnung mal bekommen, weil wir Gewinnmitnahmen reinkriegen, weil irgendwelche Hoffnungen auf Geldspritzen gespielt werden, whatever, who knows, ich habe keine Glaskugel, dann haben wir auch Potenzial zur Oberseite. Und wenn man das einfach mal nimmt, dann hat man schon die Chancen, deutlich was rauszuholen auf einer Gegenbewegung nach oben, wenn der Markt dann mal durchatmet und man die Gegenbewegung traden möchte. Also man muss sich nur die richtigen Einstiegspunkte suchen und dann halt auch wissen, okay, das Ganze wird dann nur nachhaltig funktionieren, wenn wir wirklich eine ordentliche Wiederholung, also Erholung bekommen.
Und das wissen wir natürlich nie vorher. Aus diesem Grund braucht man diese Planung. Und wenn man sich jetzt hier sagt, okay, wir haben tatsächlich die Chance, auf die 12.500 nach oben zu schieben, dann hat man die Absicherung und das Verhältnis zum Gewinnziel. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Verhältnis. Das kann man dann nutzen. Und dann, wenn man drinnen ist, muss man das Ganze halt über den Stopp-Level sozusagen reiten und das Ganze eng entsprechend absichern, weil man ja gegen den Markt unterwegs ist. Aber die Chancen, die gibt es auf alle Fälle. Aber in solchen Marktphasen, wie wir es jetzt haben, wird man es halt immer wieder erleben. Man muss es immer wieder probieren, den Weg nach oben reinzugehen, wer das möchte. Man wird da immer wieder enttäuscht werden, aber irgendwann kommt halt auch mal der Knall nach oben. Das heißt, wenn man hofft, dass man einmal nur eine Chance nutzen kann, okay, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man es immer wieder probiert, mit richtigen Setups, an richtigen Leveln, dann kommt auch irgendwann mal der massive Schub nach oben. Und das ist dann halt das, was man immer wieder sehen wird. Und in Phasen wie jetzt kommt es halt immer wieder in die Situation, dass man Break-Even ausgestoppt wird, manchmal sogar mit dem vollen Risiko oder aber auch einem nachgezogenen Stopp in einem Teilrisiko. Das passiert momentan in den Währungen andauernd, das passiert auch in den Indizes andauernd. Deswegen sind die Strategien da und diese Phasen wie jetzt, die dauern halt an. Gerade in Phasen, wo wir diese starke Unsicherheit haben, wird es dann halt teilweise manchmal sehr, sehr schwierig, saubere Setups mit einem Schub zu traden. Da muss man als Händler immer wieder dranbleiben und irgendwann beruhigt sich die Phase und dann kommt der Markt, der wieder mitspielt. Aber wenn man da nie probiert zwischendrin, wird man halt auch nie irgendwo so einen Schub mitnehmen. Deswegen diese Phasen wie jetzt sind extrem schwer durchzustehen teilweise. Da kriegt man oft Prügel vom Markt. Deswegen sind diese Strategien mit der Risikokontrolle hier an dieser Stelle immer wieder extrem wichtig. Also das zum DAX. Jetzt gucken wir mal auf den Goldmarkt, um uns den mal mit anzuschauen. Hoppala, hier so, Gold. Dann ziehen wir uns hier Gold mal eben ganz kurz mit rein. Einfach hier rein. Zack. So, Gold. Also Gold ist momentan echt ein bisschen tricky zu handeln. Aber es geht. Ja, also wir sehen an dieser Stelle immer, immer wieder, dass der Markt hier nach oben will. Und zwar, Gold ist momentan ein gesuchtes Vehikel wegen der Unsicherheit am Markt. Ganz klar, ja, das haben wir immer wieder. Also, wir sehen hier schön den Trend nach oben laufen. Wir sehen auch immer mal wieder massive Abgaben. Aber was wir halt sehen, ist, wir sehen hier den Markt immer wieder nach oben schieben, immer dann, wenn es Unsicherheiten gibt und immer dann, wenn es mal so ein bisschen Beruhigung gibt. Das heißt, wenn die Indizes mal ein Stück weit hochlaufen, kommt der Goldpreis ein Stück zurück. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal den Trendverlauf hier anschauen, haben wir hier schön den entsprechenden Aufwärtstrend. Das heißt hier, der hat hier unten angefangen. Ich mache jetzt mal das Tool nicht an, das Hilfstool, sondern hier an dieser Stelle auch wieder ein bisschen edukativ. Freitags machen wir ja immer so ein bisschen Edukation. Hier unten kam es dann zur Trendbildung und dann hat es den Markt schön massiv nach oben geschoben, also auch sehr, sehr hohe Dynamik, dann schöne tiefe Korrektur gehabt, in der Korrektur auch immer mal ein bisschen zappelig unterwegs gewesen, aber nichtsdestotrotz im großen Bild schaut mal, wo wir hier an dieser Stelle stehen. Und hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir halt ganz klar obendrauf das Hoch bei knapp 1690 Dollar. Und wenn wir mal schauen, die Korrektur, wo Unterstützungsbereiche sind, hier dieser Ausbruchsbereich auf der unteren Marke hier in diesem Level hier. Na, jetzt komm schon. Hab dich nicht so. Hier, also dieser Bereich, dieser Ausbruchsbereich, knapp um die Marke 1610, 1611, das ist das alte Ausbruchslevel, durchaus antestbar auf der Unterseite, wenn die Korrektur hier ein bisschen weitergehen sollte. Wir sehen aber auch hier immer wieder, die tiefen Kurse werden immer wieder zum Kauf genutzt. Na, das sehen wir heute auch. Hier sind wir drunter gelaufen. Jetzt schiebt es uns schon wieder ein Stück weit nach oben mit rein. Also wir sehen hier immer wieder die Unsicherheiten, die wir am Markt haben. Hohe Schwankungsbreiten, auch im Goldpreis. Heißt aber an dieser Stelle auch, wenn wir hier tatsächlich nach oben weitergehen, jetzt gucken wir uns hier mal auch den Stundentrendverlauf an, hier im Kleinen zusammengerafft mal, dann sehen wir es halt auch sehr, sehr hohe Volatilitäten, die wir hier haben. Und das, was wir hier entsprechend momentan haben, ist aktuell hier der Abwärtstrend in der Korrektur. Das heißt hier, ich zoome es mal kurz ein bisschen rein, haben wir den Markt laufen, hier runter, schön, dann wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Hier runter, unten angehalten, kurz oben angelupft. Das heißt, wir haben hier momentan ganz klar eine Range, die hat oben irgendwo einen Deckel, die hat unten einen Boden hier in diesem Bereich an dieser Stelle. Und das ist der Schwankungsbereich, den wir momentan haben. Und das ist das, wo wir hier immer wieder so ein bisschen hin und her atmen. Und wie schon gesagt, alles das,
was hier oben drüber fliegt, wäre dann wirklich der Bereich, der Weg nach oben hin Richtung der knapp 1690, das Potenzial, was wir dann da haben. Und wir haben es ja hier in der ausführlichen Analyse auch schon mal noch gehabt, wenn diese Korrelation zu den Indizes auch weitergeht und die Indizes weiter fallen, mit Blick hier auf den längerfristigen Chart, dann sind wir halt ohne weiteres auch dazu in der Lage, hier in die höheren Regionen reinzulaufen. Und wenn wir mal schauen, wo hier Schwungbereiche auf der Oberseite sind, schaut mal, da sind wir hier deutlich über der 1700 US-Dollar-Marke oben unterwegs, was Anlaufbereiche sind. Und diese sollte man sich einfach in die Chartplanung, in die Tradeplanung mit reinlegen, weil das sind Level, die sind tatsächlich oben da. Und bei dieser Marktlage, wie wir sie hier haben, werden die durchaus auch mal gerne zum Anlaufen entsprechend genutzt, ne? Und was wir sehen, wir verharren ja momentan auch an, auch hier einem so einem Swing High, was wir hier aus diesem Abwärtstrend nach unten gehabt haben, hier die Marke von um die 1690 bis 1700 US-Dollar. Und wie schon gesagt, wenn es da dann drüber geht, ist der Weg nach oben einfach frei und offen. Und das Ganze sieht man halt schön im Tageschart. Wir sind oben reingelaufen. Wir korrigieren jetzt ein bisschen. Die Korrektur kann natürlich noch deutlich tiefer laufen. Ja, wir sehen es auch hier aus den alten, etwas größeren Schüben, die wir hier gehabt haben. Hoppala, das war das Falsche. Haben wir natürlich den Weg hier. Guckt euch das mal an. Wir sind hier unten rausgekommen und sind hier schön nach oben gelaufen, auch das in der Trendform hier an dieser Stelle. Und dann gab es halt auch immer mal wieder tiefe Korrekturen, so wie wir sie hier gehabt haben, bevor wir dann schön neu im kleinen Trend nach oben gelaufen sind. Und das sind halt die Marke, wo wir sehen, es kann auch mal tiefer korrigieren an dieser Stelle. Hier müssen wir jetzt einfach nur schauen, Gold wird momentan als sicherer Hafen auch gesucht. Und wenn die Aktienmärkte weiter runterschieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn diese Korrelation erhalten bleibt und der Markt das auch weiter spielt, dass wir so tief runterlaufen, eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Ja? Also Gold, wie schon gesagt, wenn die Korrelation nach oben weitergeht, haben wir durchaus hier den Weg in Richtung 1740, 1750 Punkte mal locker oben offen. Das Ganze hier auf der Chart-Oberseite und wie schon gesagt, die Korrekturlevel hier auf der Unterseite, die haben wir ja auch besprochen. Wie schon gesagt, die Marker, die wir haben, sind hier im Chart auch gut erkennbar. Das heißt hier an dieser Stelle mal locker diese Bereiche hier unten, was wir hier noch haben. Also die 1610, 11 in etwa und dann hier unten das Level um knapp die 1540 US-Dollar für die Feinunze Gold. Und damit schauen wir als letztes für die intensive Analyse noch auf den Ölmarkt. Ja, das heißt, wir gucken jetzt mal kurz rein ins WTI hier an dieser Stelle. Das ganze Ding auch unter massivem Feuer nach unten. Wir sehen es hier. Jetzt steht hier noch Gold drinnen, kurzen Augenblick. So, jetzt haben wir das WTI. Auch hier schalte ich mal den Handel noch aus und dann sehen wir, was hier los ist. In den vorhergehenden Analysen hatten wir ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, was hier los ist. Wir haben hier einen sehr, sehr schön laufenden Abwärtstrend. Auch hier lasse ich mal die Trenderkennung draus, obwohl ich kann es ja mal kurz zeigen, wie die Trenderkennung auch funktioniert, weil es ist schon ein schönes Hilfsmittel. Allerdings sollte man halt auch immer in der Lage sein, die Trenderkennung visuell auch bestätigen zu lassen. Aber ich nehme einfach hier mal ganz kurz rein die Hilfe entsprechend hier das MTON Live Signal, was wir hier haben, um das Ganze anzuzeigen. Und hier sehen wir es schon sehr, sehr schön auch eingezeichnet hier an dieser Stelle. Schaut euch das mal an. Das ist der große Abwärtstrend, den wir laufen haben. Das ist das, was wir auch auf der Woche sehen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist der laufende Abwärtstrend hier, den wir haben. Ganz klar, der ist nach unten gerichtet. Hier hatten wir zwischendurch noch einen korrektiven Trend nach oben laufen, aber der ist direkt wieder reingegangen in die Abwärtsbewegung. Das heißt, der Ölmarkt momentan auch deutlich unter Druck an dieser Stelle. Und was wir hier jetzt machen, ist, wir schauen uns das Ganze mal auf der längeren Basis an. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal den Wochenchart an dieser Stelle zu Gemüte führen, auch hier die Trendeinzeichnung natürlich drinnen, also das, was wir jetzt hier eingezeichnet sehen, ist der Trendverlauf des Tages. Und wenn wir einfach mal schauen, wo da der nächste Haltepunkt nach unten ist, ne? Hier oben haben wir einen sehr, sehr wichtigen Haltepunkt von oben nach unten durchschritten. Also diese alte Kaufzone wurde komplett egalisiert. Um die 50, 51 Dollar sind wir komplett unten rausgerutscht. Wir haben mit den ersten Tests gemacht, nochmal einen Rücklauf.
Und dann der massive Schub nach unten. Und wenn wir uns jetzt diesen längeren Chartverlauf mal anschauen, da müssen wir wirklich schon ein ganzes Stück zurückschauen. Hier im Jahr 2018 war das, das war im Dezember 2018, haben wir Low gehabt und dieser Bereich wurde hier initiiert in unserer Chartrückblick unter anderem im Jahr 2017. Also hier unten dieses Level, was wir gerade haben, diese Marke um die 42 Dollar. Das ist mal der nächste charttechnische Unterstützungsbereich, den wir hier sehen. Heißt also hier auch, das Feuer nach unten ist da. Gegenbewegung kann es immer wieder geben, das ist ganz klar. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir irgendwann die Umkehr kommen und zwar von der zeitlichen Planung her, dann, wenn wir momentan oder wenn wir Besserungen von Seiten der Corona-Panik sehen. Das heißt, momentan breitet sich das Ganze ja weltweit aus. Keiner kann sagen, wie die Entwicklungen sind. Deswegen haben wir momentan so eine extrem hohe Unsicherheit. Es wird extrem viel Cash aufgebaut. Deswegen ist der Verkaufsdruck auch so hoch. Die Nachfrage nach dem Rohstoff sinkt auch dadurch. Dadurch wird der Druck natürlich größer. Weniger Nachfrage, gleiches Angebot bringt uns die Preise nach unten und dann entsprechend hier den Weg nach unten zu begleiten. Irgendwann hören wir positive Nachrichten und dann werden wir sehen, wird der Markt, zumindest war das in der Vergangenheit so, mit guter Wahrscheinlichkeit relativ flott auch umdrehen. Und dann ist es halt schön, wenn man halt diese planbaren Anlaufbereiche haben und dann passt das Ganze. Also hier das WTI, wie schon gesagt, auch massiv unter Abgabedruck an dieser Stelle. Und hier der nächste Anlaufpunkt nach unten mal die Marke von um die 42 Dollar hier im WTI. Der Blick ausgedehnt heute mal in einer langen Analyse-Session. Das für den heutigen Freitag. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob wir noch Fragen haben. Da haben wir momentan keine. Das heißt an dieser Stelle auch wieder sehr recht herzliches Dankeschön für die Zeit heute Morgen. Ich hoffe, die ein oder andere interessante Idee ist dabei gewesen. Ich habe auch den ein oder anderen Vorschlag für den edukativen Bereich bekommen. Auch dafür bedanke ich mich sehr. Diese werde ich in Zukunft auch einfließen lassen. Also ich mache auch immer mal wieder edukative Bereiche. Hier beispielsweise, wie ich das diese Woche auch angekündigt hatte, einfach mal das Zusammenspiel verschiedener technischer Faktoren in einem Chart zur Bestätigung für bestimmte Marker, für bestimmte Umkehrsituationen oder Handelssetups. Da sprechen wir in einem der zukünftigen Webinare noch drüber. Ich kann heute natürlich noch nicht genau sagen, wann das sein wird, aber es ist auf der Uhr. Also immer wieder schön dranbleiben und das fließt auf alle Fälle hier mit ein. An dieser Stelle guten Freitag, erfolgreiches Trading und dann ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie gesund bis Montag, 8:30 Uhr. Der Blick in die Märkte, Blogeintrag mit dem Research am Sonntag ist geplant und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Sonntag direkt mit eingestellt, wenn alles normal und gesund weiterläuft. Also danke für die Zeit, einen tollen Freitag und ein entspanntes Wochenende bis Montag dann um 8:30 Uhr auf gleichem Kanal. Tschüss.